Hallo, mein Name ist Alexander und ich berate Menschen in Geldangelegenheiten, egal ob sie ihren Wohnort wechseln wollen oder einfach nur was Sicheres tun wollen, um sich vor den drohenden Vermögensabgaben zu retten. Und im vorletzten Video, im Video Nummer 21, habe ich eine Hausaufgabe aufgegeben gehabt. Wie steuern die Zentralbanken die Geldpolitik? Über welche Mittel verfügen sie? Ich hatte es dort im Video genannt. Ich möchte es in diesem Video nochmal wiederholen. Die Zentralbanken haben im Wesentlichen, es gibt da noch mehr Mittel, aber im Wesentlichen haben sie zwei Möglichkeiten, die Geldpolitik zu beeinflussen, und zwar über die Steuerung der Geldmenge, indem sie halt mehr Geld in Umlauf bringen oder indem sie Geld dem Markt entziehen. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die Banken, die Zentralbanken, die Zinsen erhöhen oder auch die Zinsen senken. Ich kann nur sagen, wir befinden uns in dem größten Wirtschaftsexperiment aller Zeiten. Nämlich negativen Zins gab es in der Menschheitsgeschichte in den letzten paar tausend Jahren, seit es Geld gibt, nämlich noch nie. Und wir werden sehen, was rauskommt. Ich befürchte nichts Gutes, aber ich habe dafür auch eine Hausaufgabe, damit ihr nicht darüber nachdenken müsst. Die Hausaufgabe heute lautet: Wie sieht die Geldpolitik bei Gold und wie sieht die Geldpolitik bei Bitcoin aus? Sieht die so ähnlich aus wie beim Euro, beim Dollar oder sieht die dort anders aus? Und welche Möglichkeiten der Geldpolitik gibt es bei Gold und Silber? Welche Möglichkeiten der Geldpolitik gibt es bei Bitcoin und von mir aus noch Dash, Ethereum und so weiter? Schreibt es in die Kommentare oder sendet mir eine Antwort auf Telegram. Tor Alexander ist mein Telegram-Name. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.